Die ganze Welt redet immer über Lionel Messi, heute oder die letzten Tage ganz besonders aufgrund der Wechselgerüchte. Und jetzt meldet sich noch einer zu Wort. Einer der Bayern-Boss oder Mr. Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, äußert sich quasi zu Lionel Messi und sagte Folgendes dem italienischen Sportportal Sport Mediaset. Es ist offensichtlich, dass es ihm leid tut, 2-8 gegen uns verloren zu haben. Das ist wirklich ein seltsames Resultat. Messi verdient allen Respekt. Und dann sagt er zu den Wechselgerüchten, ich hoffe wirklich, dass er in Barcelona bleibt. Es gibt Spieler, die ihre Karriere dort beenden sollten, wo sie begonnen haben. Er fügt auch noch hinzu, er würde wahrscheinlich auch Inter und der Serie A gut zu Gesicht stehen, aber ich hoffe, dass er dort bleibt. Okay, ja, das ist ja von Rummenigge, finde ich, eine ganz interessante Aussage. Vor allem am Anfang so, es ist offensichtlich, dass es ihm leid tut, 2-8 gegen uns verloren zu haben. Erst nochmal ein bisschen flexen. Ja, 2-8 ist natürlich ein heftiges Ergebnis. Ich habe es immer noch nicht so ganz verdaut. Ich denke immer noch so halb, dass ich das ganze Spiel geträumt habe. Es war ein Wahnsinnsspiel, vergleichbar mit diesem 7-1 damals von Deutschland gegen Brasilien. Richtige Flashbacks bekommen davon. Ja, Rummenigge hat dazu was gesagt, ist auch sein gutes Recht. Ich verstehe auch, dass er lieber will, dass Messi dort zum Beispiel seine Karriere beendet. Man kennt es auch selber, die Bayern wollen oft ihre Stars halten. Gutes Beispiel Lewandowski. Lewandowski wollte vor ein paar Jahren safe zu Real Madrid wechseln. Und dann hatte Hoeneß und Rummenigge haben gesagt, nee, das geht nicht, du bleibst hier. Und ähnliche Situation, klar ist jetzt Lewandowski nicht der Messi von Bayern, aber so vielleicht ganz bisschen vergleichbar, ja, in den letzten Jahren super, super, super krass wichtig gewesen für die Bayern. Das wäre ein riesiges Handicap gewesen, wenn sie den verloren hätten, das wollten sie nicht. Und dementsprechend, glaube ich, ja, sprechen sie der Barca den Wunsch zu, dass er da einfach bleibt. Ich denke, es wäre schon schön, so allgemein für seine Vita, wenn er bei einem Verein angefangen und dort auch aufgehört hat. Auf der anderen Seite, ja, neues Experiment wäre auch spannend, ja, im PSG-Trikot Messi zu sehen oder im Trikot von Manchester City in der Premier League, weil ihm wurde ja früher oft vorgeworfen, Messi, er könnte in der Premier League nicht überstehen, er könnte das mal beweisen oder in der Serie A wird er wieder gegen Ronaldo spielen, also das sind auch alles tolle Experimente, die es da geben könnte. Ich bin gespannt, gebt ihr Rummenigge recht, ja oder nein, schreibt es mir in die Kommentare, klickt in die Mitte, um zu wissen, was Suarez über die aktuelle Lage bei Barca zu sagen hat, klickt in die Mitte, wir sind später wieder und denkt, haltet den Ball richtig flach.